Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Part 7. Ja, ein paar Tage ist her und ich sehe gerade, neue Munition, das heißt, es kann doch was werden, Mann. Es kann doch endlich mal wieder was werden. Ah ne, jetzt sehe ich, dass es der Speicherpunkt ist, wo ich hier war. Ja. Ja, du, also... Leute, ohne Spaß, ich hätte hätte ich noch irgendwie ein bisschen weiter gespielt, aber es kam ein kleiner Rage Quit und so. Es war ja nicht mal ein Rage Quit, es war ja mehr oder weniger ein ungewollter Rage Quit, denn mein Spiel hat sich minimiert und es gab in der Aufnahme nur ein Standbild, das habe ich dann noch weggeschnitten, deswegen gab es auch keine Abmoderation oder sowas. Dann habe ich das einfach weggeschnitten, weil ich habe dann eigentlich fast nur noch geflamed und habe quasi rumgeschrien und paar Wörter hier rausgehauen, die ich jetzt nicht so über mich auf YouTube verbreiten möchte, und deswegen habe ich aber gesagt, komm, die Gülle musst du nicht auf YouTube stellen, ist eh nur Standbild und man hört eh nur meine Stimme, wie man so so eine Gülle ja, und deswegen bin ich jetzt hier auch gerade extrem angesagt, weil ich komplett von da wieder Wörter machen muss. Das ist echt ein hartes Stück Gülle. Also ohne Spaß, das ist echt schon behindert und richtig dumm und abgefuckt. Aber ich habe gute Neuigkeiten für mich selber. Ich habe es diesmal nicht verpennt. Ich habe dran gedacht, mir einen Timer zu stellen auf meinem Handy. So, wie war das denn nochmal? Naja, kennen wir alles, jojo. Ah genau, hier war wieder unser kleiner Freund hier. Der sich immer selber schön die Headbutts gibt. Epic Facepalm, sag ich dann nur, ne? So, was gab es hier? Auf dem Plasma-Energie. Natürlich will ich Plasma-Energie haben. Ich kann die Gülle aber nicht aufheben, weil die so nah da dran ist. Ach so, jetzt. Mann. Ohne Spaß, also... Munition... nicht mitsparen. Das ist jetzt natürlich für alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen lame und so, weil wir kennen das ja alles. Und ja, ich weiß doch, was ich da machen muss. Mach weg, Junge. Da, zack. Rüber das Ding. Ja, da war es. Am Arsch. Ich lebe, warum leben die da immer noch? Gülle. So. Mann, ey. Was ist das denn? Impulsprojektile. Sind das die hier oder was? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, das ist Plasmaenergie. Für das hier braucht man Plasmaenergie. Ja, kam das nochmal hin. Schön klar. Ach, hier war das Ding. Ah, das ist doch echt schon ein Hardcore-Gülle, Mann. Den ganzen Fuck noch mal machen, Alter. Also, echt. Dann würde ich sagen, ist das Wort Gülle mehr als gerecht. LOL! Am Arsch! Ja, aber richtig Gülle, Junge. Ja, am Arsch. So. Mann, Alter, ich hab so keinen Bock hier. Diese Wichsviecher. Verpiss dich. Ah, Mann.
Wie bei Scrubs. Naja. Oh. Schieben wir die Gülle nochmal weiter. Mann. Einmal rinschießen. Schwerelosigkeit gleich, da habe ich auch bei als beim ersten Mal. Ja, komm mal ins Maul, ich weiß, was ich machen muss hier. Hier durchlaufen und hier die Dinger öffnen, weil da richtig schön viel. Na. Plasma-Energie, Alter. Kann man nie genug von haben. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft noch nicht. Ja, weiß ich doch alles, Mensch. Eckart, weiß ich doch alles. Ja, und ich weiß auch ohne Probleme, wie man darüber fliegt, ohne so einen harten Fail zu machen. Ach nee, ich hab die ja noch gar nicht aktiviert. Also doch ein harter Fail. Nur ein bisschen höher ziehen, habe ich gelernt. Hey, jetzt will er auf einmal nicht mehr. Ah, da konnte ich nicht hinspringen anscheinend. Okay. Ich halt so. Mal zusehen, dass wir die Gülle ja schnell fertig kriegen, damit wir dann auch schnell da weitermachen können, wo wir auch eigentlich waren. Aber bevor ich das hier mache, will ich mal sagen, die ganzen Sachen einnehmen. Vielleicht haben wir hier noch mal Munition, bitte. Was ist das? Was meine ich? Sehr gut. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ja, komm jetzt mal. Ich weiß eh, dass jetzt so ein hammergeiler Schwer. Das ist echt geil gemacht, diese geile Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Bam! 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 Auf Glück. Ja, am Arsch! Was ist denn das für ein Gülle, Junge? Ja, kommt! Ey, nee, du alte Mistgeburt, ey! Eintritt Schwerelosigkeit. Mann, ey, ohne Spaß. Hau sie rein. Ist ja Mistgeburt. Da, guck's dir an! Da! Ja, jetzt hat's auch keinen Bock mehr zum Mucken. Scheiß Assi-Wix-Drecks-Hurenviecher. Alter. Ohne Spaß. Das Fies, das Ding ist definitiv besser. Der Schwerelosigkeit. So eine Gülle. So. Ja, am Arsch! Ey. Ohne Spaß muss bei dem Ding unbedingt mal den Schaden hochpatchen. Und wenn ich bald mal so Knoten habe, einfach mal so. Win? Okay, war richtig.
Mann. Nix viel. Da, die halten auch richtig hart. Kannst du auch alles mit dem Schießen benutzen. Ich sehe das auch ein Scheißdreck hier. Ja, geben natürlich alle keine Munition. Weißt du was? Ich kann mir schon denken, was gleich wieder passieren wird. Ich fahre jetzt einfach nur nochmal hoch, nur um zu gucken, ob das Witzvieh Munition hat. War ja klar. Ich mache mir riesen Umstände, Alter. Unglaublich. Mann. So. Aber jetzt auch, ne? Wenn ich jetzt halt weiter so fehle an der gleichen Stelle, ey, dann lass ich. Ja, angenommen, es war das hier. Oh, das war auch so Gülle. Das war auch so eine harte Gülle. Das weiß ich auch noch. Unbedingt als Adel. Die haben auch richtig hart Leben gezogen. Ja, guck, ich bin fast tot. Wie ist ich wollte. Am Arsch! Nee. Alter! Ey, Mann, warum. Ihr stinkt nach Gülle! Mann! Von wo? Alter, ey. Mann. Ah, genau, jetzt das Ding wieder wegspringen. Hier, mach hin, Alter. Ich hab keinen Bock. Da, nu. So eine Gülle, weiß ich. Hab mich so gefreut. Ey, Digga, Dead Space, geiles Spiel. Da sag ich mir richtig fett am Arsch. Ich spiel schon auf einfach, Alter. Okay, wann bin ich denn so ein Kacknoob auf einmal? War ich das sonst auch nie? Ja, jetzt kommen wieder so. Warst du doch bestimmt auch schon vorher? Ja, sag ich nur richtig dick, leck mir die Eier. Ja? Ach, die hatten wir auch schon. Ja, hatten wir auch schon alles. Mann, ey. Ohne Spaß. So ne Gülle. Naja, kann man jetzt eh nicht ändern. Aber man könnte Munition und Energiepacks finden. So. Wenn der Krümel was will, muss schon der. Ach so, mit A lädt man nach. Das ist ja auch mal nice to know. So, gib. Ja, aber klar, dass es den nichts gibt. Hm. Ma.
Endlich. Bisschen Plasma-Energie. Kann auch mal nicht schaden. So eine Gülle, ey. So eine Gülle. So, jetzt bin ich bei meiner, wie immer, sehr geliebten Stelle. Und jetzt lade ich... Oh, fuck, hier habe ich nicht mehr. Aber hier habe ich noch mehr. Aber ich stehe besser da wie letztes Mal. Ich habe fast volle Leben. Und ich habe wesentlich mehr Munition. Also... Es kann nur besser werden. Hoffe ich mal. Wenn ich... Ja, am Arsch! So, jetzt habe ich nur noch das Ding. Und dem aim ich wie ein Thorsten. Wie Gülle, ja. Bam, bam, bam. Ja, bam, 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 bam. Jo, von hinten auch. Nö. Bam, 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 bam. Nachladen. Oh. Oh, das war jetzt nice. So. Dumm Wichsviecher. So mustert. So und nicht anders. Wofür sind die eigentlich gut? Munition für Impulsgewehr. Ah. Plasma-Energie, Plasma-Energie. Stasepack. Luftkanister, Mittel. Medipack. Haus der Rennen, Junge. Strahlenmunition. Munition für Strahlenkanone. Knoten habe ich einen. Ja, dann würde ich sagen. Lad mal nach, gell? 25 Schuss immerhin. Hier würde ich. Hier habe ich immer noch schön viel. Hier aim ich leider wie eine Kartoffel. Dann würde ich sagen, bevor ich es jetzt wieder versaue, ohne Spaß, ich will es einfach mal so stehen lassen. Ja, da hört man es auch schon. Ja. Ich beende diesen Part jetzt mal mit dem glorreichen Sieg, dass ich es endlich geschafft habe und das Spiel sich nicht minimiert hat. Jawohl. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao.